Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, mit dabei, diesmal nur zu zweit, der Kai. Hallo. Max muss zu einem Einsatz. Feuerwehr Genau. geht natürlich vor. So, Soll ich schon wieder losdüsen, oder? du kannst eigentlich losdüsen und gleich einmal. Ja, ich muss seinen Kurs gleich erstmal übernehmen. Dein Kurs sollte eigentlich ziemlich das. Also, du hast nachträglich eingestellt, oder? Vorher gehabt. So. Was war das? Steuerung Numpad 2? Glaub schon. Ich Na, kann dir das feiner. auswendig nicht sagen. Ich fülle jetzt aber nur die eine Palette da rein, derweil. Das sollte sich ausgehen mit dem Saatgut. Das ist nicht so Oh, ich habe ja 400-500 eine volle Liter. Du bist auch Seemaschine. voll halt. Geht sich auf jeden Fall aus. Bei so viele Bahnen sind es nicht mehr. Ich habe Hey. mitten in einer abgebrochen, halt, da war meine Seemaschine dann leer. Nur so zur Info, falls du die gleich mal machen Ja, ich willst. guck gleich mal. Das Problem, was du jetzt haben kannst, dass du irgendein anderes GPS-Signal übernommen hast. Ja, deswegen gucke ich auch erstmal kurz und fahre so halb an der Bahn Ja. entlang. Wo hast denn du abgebrochen? Mitten drinnen, beim Retourfahren. So, stellen wir den wieder unter. Was macht eigentlich der Jeep da? Also, da mal letztens gedankt beim Saatgut auffüllen auch noch. Ja, ich habe einen ganz anderen Kurs. Ja, ich komme schon. Ich weiß jetzt nicht, was es genau ist für eine Taste. Aber Steuerung Nummer 2, glaube ich. Warte, ich komme eh schon zum Feld. Und wenn nicht, fang du ganz links außen an. Und ich übernehme und wir sehen Ja, das so. Restliche ohne GPS-Motor oder sowas. Ja, oder wir können ja noch so lange, bis wir sozusagen fast aufeinandertreffen oder sowas. Genau, ja, es ist eh nicht so schlimm halt. So, probier es jetzt noch einmal zum Übernehmen. Wenn du gerade bis jetzt einen anderen gekriegt hast. Ja, ich warte kurz noch, bis du so ziemlich dicht dran bist. Ich bin eigentlich hier unten am Feld. Ich würde dann gleich darauf fahren wieder. Achso, vielleicht weil ich ihn nicht eingeschalten gehabt habe. Jetzt Ich habe ich habe ihn ihn, ein. ich habe ihn. Okay. Steuerung Numpad 3 war das. Na, Glaube ich. Numpad 3. Ja, ist eh wurscht. Irgendwas ist es. Ich habe alle Tasten durchprobiert. Am leichtesten Weizen, geht's ne? Weizen, genau. Müsste aber eingestellt sein. Ja, ist eingestellt. So. Hä? Der passt aber. Der hat sich aber gerade verändert. Warte mal. Probieren jetzt noch einmal zu übernehmen nachher, wenn ich vorbeifahre, ganz genau. Mit Nummer 2. Der ist leicht schief, nämlich. Der schaut ein bisschen komisch aus zu der Kante. Meiner ist nämlich perfekt gerade. Ich habe auch 3,4 Meter Arbeitsbreite angeblich. Na, das solltest du runter regeln auf 3. Das ist die automatische Einstellung. Nimm ihn jetzt über mit Steuerung 2. Ja, warte mal, ich drehe mal eben schnell die Arbeitsbreite. Das macht er eh auch automatisch. Dann. Wenn er den Kurs übernimmt. Ah, nein, dann nimmt er nur den Kurs und nicht die Arbeitsbreite. Oh ja, die Arbeitsbreite auch. Wenn ich mich nicht täusche. Und geht's? Oh. Du hast dein Headset gemutet, Ja, Mikro. weil wegen. Ich Ich habe hab nur Hotkeys auf dem ganz Teamspeak kurz drin. nur so Klick gehört, hat man gedacht, ja. Hat man schon gedacht, okay, da hat er gemutet. Aber ich Ja, habe mir weil gedacht, ich jetzt. die Minus- und Plus-Tasten auf dem Numpad für Teamspeak eigentlich Ja. als Hotkey drin habe. Das ist der Guten auch. Und Minus und Plus braucht man auch für den GPS-ES-Limiter. Fahrst du links gleich rauf, dann fahre ich die eine Spur da in der Mitte fertig. Ja, mache ich. Passt. Aber ich habe trotzdem einen anderen GPS-Mod, ist auch egal jetzt. Ja, es ist dann, fahren wir halt ohne oder sowas. Mir auch wurscht. Oder du magst jetzt einmal gleich an der Kante entlang dich rauf drehen. Und ich fahre einfach die Länge nochmal weiter. Weißt du, wie ich meine? Was meinst du? Auf der Kante rauffahren, weil da ist ja geschwungene Kante. Meinst du an der Straße An der entlang? Straße entlang, ja. Ja, kann ich auch machen. Dann fahre ich nämlich die Geraden weiter. Derweil. Und ich kann ja gut vorgewendet, kann ich auch noch Und du kannst anfangen oben und. nachher Vorgewende schon anfangen, weil da ist eh komplett alles. Und da muss man sich eh einmal, halt zweimal oder sowas entlang drehen, dass man circa passend ist nachher mit Vorgewende sozusagen. Ja.
So, dann müssen wir das hier noch düngen alles. Jetzt schaue ich kurz mal da jetzt hinein, wie er da jetzt sagt. Er sagt mir dann 0,8er Level, 0,7er Level, 0,8er. Ja, mittlerer Säuregehalt, 5,9. Ja, das war, glaube ich, das tiefste. Passt aber. 6, ja. Das Problem ist, den kriegen wir aber jetzt nicht mehr höher, oder? Weiß ich nicht, kannst du mal kalt rüberhauen. Na, das bringt nichts, soweit ich weiß. Okay. Es geht nur, der wenn du... Der muss sozusagen eingearbeitet werden, ja, oder? Sonst verschwindet er sozusagen in der Luft. Bin mir nicht, ich weiß nicht, ob er was bringt, bin ich mir nicht sicher. Was ich weiß, muss auch der Dünger so irgendwie, halt organischer Dünger muss auch hineingearbeitet werden, dass er was bringt. Also Gölle und Mist. Ja. Ich weiß auch nicht, ob wie es beim Kunstdünger ist. Da ist es glaube ich so, dass der einfach nur aufgetragen wird. So wäre halt in echt ja auch so im Endeffekt. Ja. Sonst wäre es idiotisch. So. Ich fange ihn direkt jetzt mit dem Vorgewände an. Ja, kannst du gleich drauffahren, das Stück. Ist nicht mehr so viel. So, ab geht's. Ich glaube, wir werden den ganzen Bart brauchen zum Sehen. So wie ich das auch schon sehe. Nicht, machen wir ein bisschen länger. Ich will nämlich das herzeigen mit den. Mit den. Zumindest irgendwie. Sonst kannst du ja auf ein anderes Feld gehen und das zeigen. Und ich, ja gut, düngen muss auch vorher fertig, oder wie ist das? Ja, sollte man. Halt, ich will zuerst jetzt mal diesmal ausprobieren, vorher komplett düngen. Und beim nächsten Mal können wir ausprobieren, vielleicht, wenn man erst sozusagen in der ersten. Sehen, oder? Nein, in der ersten Wachstumsstufe von der Frucht ist düngen. Düngen. Ja. Das können wir aber einfach machen. Du willst jetzt ein bisschen probieren. Ja, wir müssen halt ein bisschen schauen, dass wir den höchsten Ertrag rausbekommen irgendwie. Ja. Wir werden halt den Kalk müssen wir sich auch noch holen, das können wir auch zwischendurch noch machen, weil es gibt genug Dinge, was zu tun sind jetzt. Sobald wir fertig sind auch halt. Wir kriegen wahrscheinlich noch einen Bart. Wir kriegen noch einen Bart voll, schätze ich einmal fast. Weil während dem Vorspulen werden wir Kalk holen noch und das überprüfen, dann müssen wir die Spritze kaufen, dass wir. Ja. Herbizide für. Ja, Herbizide. Pestizide sind ja Käfer und so. Herbizide ist glaube ich pflanzlich und Pestizide genau. Ist doch Tier. Tierwelt, ja. Alles. Flöhe, Läuse, Käfer. Ja. Da war ich, habe vorher mal einen kurzen bisschen reingeschaut in den Livestream vom Oysterpropper, was heute war. Hat er heute Livestream gehabt? Ja, der macht ja jeden Tag immer so ein paar Stunden. Der macht wie er Bock hat gerade. So. Mhm. Und der hat halt Kartoffelernte gehabt. Der spielt More Realistic jetzt richtig. Der spielt gerne, jetzt, ne? More Realistic, ja, habe ich auch gesehen. Ja, weil der irgendwie so ein abgestimmtes Mod-Paket da gekriegt hat. Ja. Das hätte mich eh auch interessieren. Ich muss eh mal mit ihm Kontakt wieder aufnehmen, keine Ahnung. Mal schauen. Ja, wie das genau ist nachher, weil der More Realistic ist ja immer so eine Sache. Fahrst du jetzt außen nochmal entlang? Ja, ich muss noch einmal, muss ich noch hoch da oben, okay. So ein kleiner Ecke. Ja, und der ist halt gegangen auch um Kartoffelkäfer. Das wäre doch cool, wenn Kartoffelkäfer eingebaut werden in das Spiel und so. Sozusagen auch noch wenigstens hier. Ja, und dann ist halt der Witz gekommen. Naja, wenn wir Kartoffelkäfer brauchen, dann brauchen wir natürlich jetzt im LS15 Borkenkäfer auch, weil Wald. Natürlich gleich Borkenkäfer. Ja. Und ja, dann ist halt es so gewesen auch, dass da haben sie ein bisschen nachher über LS15 und Forst geredet. Es gibt viele, die überhaupt nicht den LS15 mit Forst haben wollen. Die sagen, ja, es soll bei der Landwirtschaft bleiben und nicht nach in den Forst hineingehen. Ja, was ich denke, die haben halt dadurch die Landwirtschaft so ein bisschen vernachlässigt. Leifen lassen, genau. Ja, es kommt halt nichts Neues dazu, wahrscheinlich. So großartig. Das finde ich ein bisschen traurig. Ich bin gespannt, wie viel sich halt, wie gut das sein wird, da, sagen wir so, der Forstmod jetzt sozusagen, als beim LS15 dabei ist. Ja, sie haben ja wenigstens schon mal eine Pflanzmaschine. Ja, Glück. Aber das hat eigentlich der Forstmod auch. Na, ich bin gespannt, ob er besser wird, vom Handling her, vom. Er wird wahrscheinlich konstanter laufen. Ja, weil er halt direkt in der Engine verankert ist. Naja.
Das ist halt der Vorteil. Ich denke nicht, dass der so Crashes und sowas verursacht. Ja. Sonst wäre es urpeinlich. Ja, und stabiler läuft auf jeden Fall. Ja. Aber es ist schon einmal gut, weiß ich nicht, wie da jetzt den Baum der linken, halt rechts neben dir am Feld stehen haben, wenn er mich stört, dann. Ja, das hat mich früher mal so gestört, ich habe früher viel mit Helfer gespielt und da hing der Helfer vor dem Baum und sowas. Naja, überhaupt bei der Standardkarte in Hakenstedt, da war es ja so, dass du überall eigentlich irgendwo auf den vier Ecken von den Feldern hat immer Bäume stehen gehabt, was so idiotisch ist. Das hat ja keinen echt. Kettensäge in LS15. Kettensäge geht schon und Wurzelstock wegfräsen dann noch und passt schon fertig. Ja, manchmal brauchen sie noch eine größere Fräse. Das vielleicht kommt ja noch eine von sozusagen als Marke mit dazu. Ne, ich hoffe, dass Marken haben sie ja noch offen. Ja, es fehlt überhaupt noch relativ viel. Ich hoffe, dass sie irgendwas Größeres nehmen, weil im Forst benutzt du sowas nicht. Was sie da reingehaut haben. Ja, das ist ja diese schmale mit dem schmalen Sägeblatt, genau. Oder nicht? Das ist was für, wo du für einzelne Stöcke nimmst. Weißt du, weiß nicht, irgendwo, wenn es da. Im Garten oder sowas. Ja, oder du, keine Ahnung, wenn du vielleicht bist sogar ein Obstbauer, der seine Bäume umschneidet immer zwischendurch und dann hast du halt im Jahr deine, weiß nicht, 50 Bäume zum Wegfräsen. Naja, okay, das ist jetzt nicht so viel. Nee. Aber für die Fläche, halt für einen richtigen Wald würde ich vor allem sowas nicht benutzen. Wenn du das vergleichst mit dem Vollernter und dann so eine kleine Fräse. Ja. Was mir auch noch fehlt, ist Lemken irgendwie. War der im... Der 13er war ja, ist der drin. Ja, beim 13er auch noch mit einem 8er Flug und mit einem Gruber. Ja. Und nicht mehr. Ja, okay. Und der 8er Flug, das ist ja der 3-Punkt-Flug, oder? Ja, das also ist so überkrass. Ja. Den gibt es ja in echt auch. Wir fahren bei uns mit 5 Scharen und also aufgesattelt. Ja. Na, ich bin gespannt, wie das einfach so auf die Unterlenker geht. Ja, ich bin gespannt, Oberlenker. Wie das ist. Was ich weiß gar nicht mehr, ob sowas in echt überhaupt viel gefahren wird. Nee, weil er zu doll wippt. Da musste ja ein wahnsinns Schlepper davor hängen. Weil die meisten, was ich so ab 6 Scharer, 7 Scharer, was nachher halt 6 und 8 Scharer nachher. 6 Scharer gibt es noch oft als Aufsattel. Aber du meinst jetzt 3 Punkte, oder? Halt das 3 Punkte, ja. Und das andere nachher per Rad bei hinten nachfahren. Ja, bei uns ist eigentlich bis 5 Schar 3 Punkte. Ja. So ungefähr. Zusatzschar kannst du meistens noch draufhängen oder sowas. Ja. Wo fährst du? Wenn du jetzt noch einmal zurückfährst und dann auf der Rücktour bist fertig. Also sozusagen 2 Bahnen. Passt. Fährst du noch wirklich sozusagen düngen? Ja. Ist in Ordnung. Aber musst schauen, ob du das Richtige düngst. Halt mit der richtigen. Sollte zwar das Richtige eingestellt sein, aber. Guck nochmal nach. Besser nachgucken, genau. So. Wir werden uns jetzt die Spritze nachher kaufen. Ich glaube, die ganz normale 24 Meter, das sollte eigentlich reichen. Die kleine. Die kleine, und dann werden wir natürlich, falls wir nachher das Geld haben, irgendwann den Fronttank dazu kaufen. Ja, dann hast du auch. Dann hast genug Menge. Okay, ja. Und sollte eigentlich nicht das Problem sein. Da weiß ich aber noch nicht, wo wir die genau auffüllen müssen, weil wir haben ja am Hof nichts haben. Das wäre extra zum Dazukaufen noch und ich weiß auch nicht, ob man da irgendwie einen Transport für Flüssigdünger eigentlich machen muss, ob das ein Lager ist, sozusagen, wo man oder was reingibt. Oder ob das irgendwann am Händler immer holen müssen. Ja, wahrscheinlich werden wir jetzt am Anfang mit dem Händler anfangen müssen. Und danach werden wir mal schauen. Ich weiß auch nicht, wie das, es gibt so ein Saatgutlager, Saatgut- und Düngerlager am Hof, das kann man dazukaufen. Aber ich bin mir nachher nicht sicher, ob das ein Trigger ist. Oder ob das ein Lager richtig ist. Weil ein Lager hätte mir besser gefallen. Wo du es nochmal aufhören musst. Wo du sozusagen einen Anhänger nochmal kaufst, wo du nachher dann. Dann lass es einmal hinholst. Genau, und dann lass es auffüllen. Oder füllst du es immer selber auf, sozusagen. Der Dünger ist aber auf jeden Fall mal der richtige ausgewählt. Letzte Spur. Passt, GPS-Mod kann man abschalten. Farbe über das Gedüngte, was ist, auch nochmal drüber. Was schon gedüngt, halt was jetzt der eine Streifen ist, ist egal. Auch wenn der pH-Wert jetzt komplett in den Keller geht, siehst du dann so. Und wo meinst du die komplette Fläche, willst du? Nein, nein, da war nur der eine Streifen, ist der komische, der kleine. Weißt du, was aber so organischer so, Dünger ist? Ja, ja. Schau, dass du den synthetischen sozusagen drüber hast, dass der einfach den gleichen Düngerwert hat einmal.
dass der auch als synthetischer Dünger nachher erkannt wird und nicht als, oder er erkennt ihn nachher als beiden Düngern. Ja, ich glaube, wir werden uns im nächsten Part jetzt genau nachher beim Vorspulen das Ganze anschauen und vielleicht auch gleich Kalk abholen und so weiter und ein bisschen zusammenräumen und waschen und so weiter. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Part. Bis dann, tschüss. Ciao.